Ja, sowas achtet man halt So nicht. krass, wirklich krass. Genau, was haben wir das letzte Mal gemacht? Wir haben da den da, wir haben eine Fee, wir haben den ersten Tempel, mehr oder weniger den ersten Tempel gemacht. Und, keine Ahnung, warum Jetzt bin ich wollen wir hier? uns noch den dritten Stein holen. Ich bin hierher gegangen, weil ich da das gemacht habe, oder? Ja, du bist Ah. da hingegangen, weil du das gemacht hast, genau. Genau, mit der Fee. Okidoki. Aber ich glaube nicht, dass hier der dritte Tempel ist. Hat die Nein. Eule etwas Du kannst ja gesagt? mal. Nee, du kannst ja jetzt einfach mal raten. Mhm. So ganz Zelda-typisch, like. Der erste Stein war in Genau, Wasser. Zora. war Zora. Wald. Zora Okay, Wasser. ja. Zora Reich, wenn mich nicht täusche. Also ich bin jetzt Genau. aktuell da. Hey, Ghost Bella. Hallo Bella. Warum zeigt sie mir die Lon-Lon-Farm an? Ich bin doch hier. Das ist gar nicht die Lone, Da schon, oder? doch. Ja, ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon unbedingt was machen können. Also da gibt es was zu holen, aber ich glaube, das brauchen wir jetzt noch nicht, weil da müssen wir eh dann switchen, groß und klein. Weil hier macht es bling 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 und hier macht es bling bling bling. Ja, wir gehen zum anderen Bling, Bling, Bling. Okay. Würde ich sagen. Gut, Bella und selbst. Geht gut, danke schön. Heute war ein Meeting nach dem anderen, aber sonst war Nein. tipptopp. Lustig, wie die Steine dazu mal ausgesehen haben. Dann gehen wir doch mal Heute hat es dahin. so stark geregnet wie schon lange nicht mehr. Bei euch. Wow, bei uns war Sonne pur. Echt? Ja, am Freitag melden sie erst Wow. das. Ach so. Immer noch nicht bei Gannon, nein, noch nicht. Hallo Robert. Ganon. Gannon. Dauert noch ein kleines bisschen. Mir geht's super, sehr schön, sehr schön. Das freut mich. Also, wenn das da ist. Oh, das ist ein bisschen schwierig. Aber ich glaube einfach Richtung Osten. Also da. Ja, geh mal. Geregnet, als wir zur Schule gehen mussten und als wir wieder nach Hause mussten. Oh Gott. Ich glaube, mega geiles Timing, oder? Ja. Ich muss heute auch in die Stadt mein schweres Brautkleid abholen. Und das dann noch. Da hat es dann Gott sei Dank nicht mehr geregnet, als ich raus war. Aber ich war komplett nass. Ja. Also zumindest ab dem Bein, weil ich hatte natürlich so schlaff, ich war ein Regenschirm dabei, aber meine Füße waren komplett nass und meine Schuhe. Ja. Hi. Aber als ich dann raus war und mit dem Ding zur Bahn musste, hat es Gott sei Dank aufgehört. Okay. Ja, das ist jetzt kommt dann das Wetter wieder so in diesem Rahmen. Ich bin Ich nicht beschwere mich nicht, ich freue unglücklich. mich. Ja, ich auch. Das Wetter hasst uns Schüler einfach. Musst du mal einen Brief an den Wetterfrosch senden. Genau. Lustig, gestern, oh nein, was war vorgestern? Link's Awakening, oder? Und hier Link. So Ja, witzig. stimmt. Rein chronologisch ist das Link's Awakening vor dem hier, oder? Oh. Also Oh. jetzt, du meinst chronologisch vom Erscheinungsdatum oder wie jetzt? Oder von der Nee, Timeline her? Timeline, ja. Warte, das check ich. Hallo, Biu. Das weiß ich nicht auswendig. Hallo, Biu! Ich bin falsch gegangen. Warum das? Muss ich da oben Also. hin? Da ist links. Ach nein, nein. Warte, was hast du gesagt? Wo Link's ist links? Awakening Awakening? zuerst und dann Ocarina of Time. Nein. Okay. Also. Ocarina of Time war dran.
Und da war ja, da sind ja dann diese drei Spaltungen. Und da ist er dann in, da ist Link's Awakening in der Timeline, the hero is defeated. Oh, okay. Also der Held wurde besiegt. Okay, okay. Also, wir wollen ja zum Wasser, ne? Ja, aber da ist Kakariko dazwischen. Vielleicht folgen wir dem Wasser. Was? Was folgen wir? Dem Wasser? Dem was Wasser. Für was? Wo siehst du Wasser? Das ist doch Wasser. Wo siehst du Wasser auf dem... Nero, Sir. Da ist grün. Da ist blaues Wasser auf der Karte. Das hier? Ja. Das ist also sowas von grün. Okay. Leute, was war das bitte für eine Farbe? Hat Romero so, eine kleine Blau-Grün-Schwäche? Ich schau mir das noch an. Gelb. Sehr gut, sehr gut. Gelb. Türkis. Was sagt dir denn Navi? Navi sagt, was, das sagst du gleich? Ja. Ich frage mich, ob Salia etwas über den anderen Heiligen Stein weiß. Aha. Nö. Nö. Zoraflos, Vorsicht vor reißenden Fluten und gefährlichen Strudel. Ah. Da wollten wir hin. Definitiv. Und da kommen wir jetzt auch hin. Ha. Piu, guck weg. Warum? Oder halt dir die Ohren zu. Ja, siehst du es noch nicht? Ah, nee, ich habe wirklich nur auf die Steine gesehen. Ach so. Das ist irgendwie mit drohliches Etwas. Hallo, es sieht aus, als wärst du erfahrener und kräftiger geworden, Palmero. Direkt vor dir liegt Zoras Reich. Die Zoras dienen der königlichen Familie von Hyrule und bewachen dieses Gewässer. Das Tor zu ihrem Reich öffnet sich nur einen Abgesandten der königlichen Familie. Spiele vor dem Portal ein Schlaflied aus der Überlieferung der königlichen Familie. Warum hast du, diese Eule? Eigentlich hasst du jeder. Weil die ein bisschen, also fast schlimmer ist als Navi. Ja, das war jetzt Luck. Was machst du, das Huhn hier? Vielleicht brauchen wir das irgendwann. Ah. Nee, ausgestopfte Tiere sind immer gruselig. Ein paar Wundererbsen gefällig. Sie gehen nicht besonders gut. Wie wäre es mit 10 Rubinen das Stück? Die kann ich ja dann brauchen für gewisse Sachen, wenn ich dann erwachsen bin. Der Mann kennt sich aus. Gib gleich noch einen. Sie sind noch nicht so beliebt. Shiny! Guten Hallo, Morgen. Shiny! Ausgeschlafen? Ah, Shiny, ich hab heute ein Meeting nach dem anderen gehabt. Ich bin noch nicht dazu gekommen, zurückzuschreiben, aber ich mach das sicher noch. So, ihr führt private Gespräche her. Ja, klar. Nee, was Ich spreche ja gleich wieder rein. Ja, ich glaube, ich wurde... Mir musst du auch noch antworten. Nein, bei dir habe ich nichts offen. Aber mir musst du noch antworten. Was? Nein? Okay, ich wollte es mal versuchen. Du musst mir aber noch antworten. Ja. Ernst jetzt? Versuch doch mal gerade rüber zu springen, nicht schräg.
Es ist schön, dass ich da Rubine bekomme, aber... Ui. Ich habe mir heute eine Faszienrolle gekauft, weil die im Angebot war. Oha. Wow. Du weißt schon, dass du dir sowas selber bauen kannst? Ja, aber die war 9,90 Euro war die eigentlich noch recht günstig. Ja. Ach so, diese Richtung? Gerade. 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 Gerade rüber über den Fluss. Also von Ufer zu Ufer gerade. Was ist bei dir gerade? Aha, von Ufer zu Ufer. Nein, das war doch nicht gerade. Romero, bitte, guck mal. Hier ist Flussufer Nummer 1. Warte, ich muss so halten. Hier ist Flussufer Nummer 2. Du stehst da. Und du willst dahin. Also springst du gerade rüber. Okay? Ja? Gut. Bells, Bolle, Biu. Alle mit B heute schon wieder. Oh. Oh. Das habe ich nicht gewusst. Ja, ich auch nicht. Das haben wir jetzt aus Lust und Laune gedacht. Ich schmeiß mal meinen Kopf gegen den Baum. Und plötzlich kommt eine Spinne. Ah, apropos Spinne. Ich war heute im Fitness und plötzlich die Freundin, wo neben mir am Trainieren war, schreit um ihr Leben. Und kein Scherz. Die Spinne war eine halbe Handfläche groß. Oh Gott. Und dann ist sie irgendwie unter ein Fitnessgerät und sie, die muss weg, sonst kann ich definitiv nicht mehr... Ich hätte auch nicht mehr trainieren. Ja. Dann habe ich den Spinnentöter gespielt. Schau mal, ich hab's aber gerade gemacht. Ich glaube, du hast es nicht richtig gemacht. Du musst es nochmal versuchen. Chat. Habt ihr auch gesehen, dass er vorher eine Rolle gemacht hat, ne? Deswegen hat es nämlich nicht geklappt. La 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 la. Was? Oh nee, Mann. Wieso soll ich ihn stoppen? Er macht das schon fast gut. Warum machst du denn immer vorher eine Rolle? Weil jetzt habe ich vorhin keine Rolle gemacht, jetzt habe ich eine Rolle gemacht, weil du gesagt hast, ich soll eine Rolle machen. Vielleicht hast du nicht gesagt. Du hast vorher auch eine Rolle gemacht. Nein, vorher habe ich keine Rolle gemacht. Nein, wir machen es zum 10. Mal. Wir kommen heute nicht weit. Du machst es jetzt nochmal und dann sage ich, oh, okay, jetzt weiß ich doch nicht, wie es geht. Oder guck mal hier. Hier ist doch die Stelle viel enger, oder nicht? Hier, wo der Dreck ist. Ah. Sind wir dumm? Nee, ich bin blöd. Na, guck mal. Wir sind total dumm schon wieder. Oh mein Gott. Wir kommen irgendwann immer ans Ziel. Yep. Oh, shiny. Gleichfalls. Sind die Kopfschmerzen dann weg? Also hast du die... zurück an die genau, Tour. Genau. Hast du keine Kopfschmerzen mehr jetzt, shiny? Das ist mal das schönste Gefühl, wenn die weg sind. Mhm. Fühlt man sich wie ein neuer Mensch. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Versuch, mach klug. Ja, nein. Ja, und dann habe ich vor dem Stream habe ich dann kurz meinen Rücken durchgestreckt. War wirklich cool. Cool. Ja. Ich habe das damals, eigentlich müsste ich das auch mal machen. Weil ich kenne das von damals auch noch. Da haben wir immer sowas zu bestimmten Zeiten gemacht. Aus dem Handtuch haben wir das dann gerollt. Richtig stramm zusammengerollt und dann schön unter den Rücken oder auch. Oh, geil. Oh, keine Ahnung mehr mit den Fröschen. Was gibt es Frösche, die dich neugierig beobachten? Ja. Tatsächlich. Die wollen bestimmt was hören. Spiel einfach mal alle Lieder, die du hast. I will do it. Genau. Es hat Düdelülülü gemacht. Das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen.
Tatsächlich. Mein Freund, du spielst die Ocarina gut. Eine nette Melodie, wir sollten sie alle üben. Nimm dies hier als Lohn. Wenn dir mal wieder eine feine Weise durch den Kopf... Was? Feine Weise? Was ist Weise? So ein kurzes Musikstück. Okay. Das ist meistens so eine... Wird, nennt man Weise. Okay. Wenn du in den Kopf schießt, komm vorbei und spiel sie vor. Also jetzt haben wir ein von... ein von fünf, wo groß ist. Und wir müssen vermutlich alle groß machen, oder? Das kann gut sein. Okay, ich habe noch ein paar Lieder. Aber wenn ich jetzt diese spiele und mein... Ja, ich wollte gerade sagen, lass es mal noch. Ja. Falls du jetzt immer Geld kriegst, dann ist es total verschwunden. Genau. Muss mal gucken, wo wir die... Achso, hatten wir ja schon festgestellt. Ab wann, wie viele Skulpturas brauchen wir denn für die große Geldbörse? Frage an Robert oder andere Experten. Weil wir haben ja eigentlich schon Pärchen. So. Ich wollte gerade sagen, du willst jetzt nicht zurück. Nein, ich habe nur kurz geschaut, ob ich irgendetwas hin könnte, wenn er jetzt schon oder so. Okay. Dann gehen wir danach mal gucken, nach Zora. Mhm. Witzig, wie das hier alles gemacht ist und so. Mhm. Ich glaube, da brauche ich den Haken, oder? Ja, das schaffst du auf jeden Fall noch nicht. Ja. Das auch nicht. Aber das... Rastloser Wasserfall. Diese rastlosen Wasser dienen dem König von Hyrule. Schläft er, so rasten sie auch. Und ich sehe da... Genau. Ja. Nee, warte, wir schläfern ihn ein, so. Ja, Zeldas Wiegenlied, aber ich weiß nicht, ob jetzt hier schon das ist ja eigentlich noch nicht. Fuck. Ja. Ich kann auch gut gehen. Oh, hat es deinen strengen Tag? Müde. Nee, eigentlich gar nicht. Aber im Moment bin ich ziemlich müde immer. Weiß nicht, was los ist. Ah, ich fand die Musik immer so schön hier drin. Schön. So, das reicht. Kannst auch ein Stück lauter machen für mich, das Spiel. Ja. Dann muss ich dich kurz wegschieben. Juppa, puppa. Du bist immer noch gleich groß. Ah, nein. So ein Aufwand. Wäre schön, wenn er noch ein bisschen wachsen würde. So. Aber in die Höhe. In die Breite reicht's. So okay oder weniger? Ja, so ist gut. Ja. Nadi, hi. Hallo, Nadi. Vor dir liegt König Zoras Thronsaal. Betritt ihn ehrfürchtig. Macht mal ein paar Sachen kaputt. Die Nase hoch. Ja.
Sir König Zora. Zoras Laden, heute im Angebot Fisch. No. Nett. Okay. Ja. Hä? Hab ich nicht Feuerdings? Ja, nicht für dein Schwert. Das musst du schon auswählen und dann benutzen. Ich hab's ja da. Ja, das musst du in die Leiste packen. Also es ist ein benutzbares Item. Ach so. Ach so. Genau. Ich dachte, mein Schwert jetzt hat jetzt Feuer oder so. Ja, Beauty gibt's dort und es gibt auch Hornis und Gerudos. Also eigentlich alle Völker, wenn ich jetzt keins vergessen habe, sind vertreten. Sehr cool, Nadi. König Zoras, Thronsaal, bitte. Klar. Hey, cool, ich gehe auch bald zur Kantengymnastik. Oh, meine liebste, teuerste Prinzessin Ruto. Wo mag sie sein? Ich mache mir solche Sorgen. Oh nein. Was? Nochmal. Mit dieser Wärme muss mit König sprechen. Also ich weiß, dass ich jetzt da hinten durch muss. Oder so. Wie könnte der uns vorbeilassen? Zählt das Wiegenlied wieder. Rätsel in der Gerudo-Feste? Welches genau meinst du? Nope, er will nichts wissen. Ja. Genau, kitzeln. Gehen wir uns erstmal hier drin umgucken, ne? Ja, oh. Ja. Tauchspiel, so, 20 Rubine, macht ihr mit? Ja, ja. Ja. Sammle alle Steine ein, die ich nach unten werfe. Ihr habt dafür nur begrenzt Zeit. Sind alle eingesammelt, kommt hierher zurück. Dann bekommt ihr etwas sehr Schönes. Okay. Oh, oh. 5. Ja. Hui. Schöner Körper. Was echt, Piu? Sowas willst du machen? Ich hätte die Hosen voll. Ja, schaust du locker. Sehr gut. Und? Muss man mit Teni reden? Wer seid ihr? Wir sind die Zoras, das stolze Ylianische Amphibiengeschlecht. So, er behauptet, ein Angehöriger von Hyrules königlicher Familie zu sein. Nun denn, was wollt ihr von uns? Euer Leben. Wow. Wir sind gewandte Taucher. Wie steht es mit euch? Wollt ihr ebenso meisterlich tauchen? Sind die weiblich? Meisterlich tauchen hatten wir bei unserem Tauchspiel am höchsten Punkt des Wasserfalls schon ausprobiert. Ich weiß, das sind keine Ahnung, ob die weiblich sind, ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, die weiblichen Zora sehen anders aus. Alles Wasser in Hyrule entspringt Zoras Quelle. Das Wasser fließt durch den Zoras Fluss und schließlich in den Ilea-See im Süden Hyrules. Zoras weiblich? Nee. Irgendwie. Es sind vermutlich wie Frösche, einfach so generell kein Geschlecht. Außer. Ja. Wie heißt sie schon? Mida? Mifa. Mifa. Genau, Mifas Gebiet. Ja, Mifa
Und Ruto ist ja auch nicht männlich, aber das war's auch. Naja, nee, bei Twilight Princess gab es ja auch noch die Königin, die ist auch natürlich weiblich. Fallen mir jetzt andere Zoras ein, die weiblich sind? Warte, Windbreaker gab's keine, weil wegen ist so. Wie elegant ihr getaucht seid. Hier, nehmt dieses Lohn. Dies ist eine silberne Schuppe der Zoras. Mit ihm kann man viel tiefer tauchen. Oh, cool. Easy going. Ja, mir aber noch nicht geholfen, was ich mit dem... Ja, mit dem machen soll. Ja, das wird uns aber helfen. Okay. Hat er mir irgendeinen Tipp? Torgi, hi! Hallo, Torgi! Oh, meine Liebste, ich bin in der Route, wo Max ist, eigentlich mal ein bisschen was sorgen. Geh mal nochmal runterspringen und dann guck dich da mal richtig um. Jetzt, wo du tauchen kannst, hilft dir das sehr, sehr doll. Die Pflanzen, die sich sonst fort, die reiben sich aneinander. Shiny, du musst dich fragen, wie die Gerudos sich weiter fortpflanzen. Ah, da sehe ich etwas. Ja, genau. Schauen wir mal hin. Weil, wie wir wissen, die Gerudos bestehen nur aus Weibern. Außer ein Typ in 100 Jahren vielleicht. Wie funktioniert das? Das fragen wir uns. Ja, definitiv. Oh nein, Toy. Ich bin ein Zora. Habt ihr nicht manch Seltsames in diesem See gefunden? Der Fluss trägt vieles hierher. Wir schauen mal, was wir so sehen auf dem Boden. Also das ist der Ganondorf und ein ganzes Volk voller Gerudo-Mädchen. Und jetzt rein wir zusammen, wie die sich fortpflanzen. Ja, Pornostunde mit Bolle. Eine Flasche. Füllt etwas hinein und nutze sie mit C. Oh, da ist ja bereits etwas drin. Das ist ja cool. Was könnte das wohl sein? Ein Brief. Also es ist richtig knapp bemessen. Aber wir können ja bald noch besser schwimmen. Ja. Glaube ich zumindest. Ja, ja, doch. Was passiert dazwischen? Nanu. Warte. Sieht aus, als wäre da etwas in der Flasche drin. Oh, es ist ein Brief. Hilf mir, ich bin im Bauch. Ich muss lesen. Ist ja schon in rosa geschrieben. Hilf mir, ich bin im Bauch von Lord Yabu Yabu gefangen. Ruto. PS, verrate bitte meinem Daddy nichts. Okay. Dann machen wir das nicht. Nein. Ja, schon die Eisenstiefel. Also dazwischen. Dazwischen gibt's Candlelight Dinners. Und andere Partys, wenn man das so nennen kann. Ja. Das hat nicht ganz geklappt. Ja, die beten und auch. Wie die beten. Warte, warum? Wo ist Navi? Warum? Hä? Warum lässt er sich nicht anvisieren? Ja. Stell dich nochmal vorne hin. Eigentlich müsste es da gehen. Da ist Navi. Navi ist am Schlafen. Jetzt. Hä, wo war die hin? Keine Ahnung. Dieser Brief
Er ist von Prinzessin Ruto. Lass mich lesen. Sie ist im Bau von Lord Yabu Yabu? Das ist doch nicht möglich. Lord Yabu Yabu ist unser Schutzheiliger und würde Prinzessin Ruto niemals verspeisen. Ich habe das früher mega creepy gefunden, was jetzt dann passiert. Vor allem das Innenleben. Okay. Doch seit dieser seltsame Fremdling namens Ganondorf unser Reich besucht hat, benimmt sich Lord Yabu Yabu etwas sonderbar. Sunshine ist erledigt. Mann, ihr habt es eine halbe Woche und es ist schon durch. Ja, aber er hat es ja auch in der halben Woche jetzt. Also es hat jetzt auch eine halbe Woche gedauert. Ja, das ist schon aber, lang. Oh mein Gott. Und er hat 100% gespielt. Oh mein Gott. Mit blauen Münzen. Oh mein Gott. Ja. Der Brief scheint es scheint echt zu sein. Ihr dürft Prinzessin Ruto suchen, wenn ihr mögt. Passiert das Tor hinter mir? Unglaublich, Robert. Ich behalte diesen Brief. Nehmt die Flasche, in der sie sich befand. Ihr werdet sie bestimmt gut nutzen können. Riecht an ihrem Parfüm. Bitte findet meine liebste Prinzessin Ruto so schnell ihr könnt. Ah nein, das ist ja eigentlich eine ganz jetzt junge. Alle. Mega close. So geil. Und Polle auch weg. Und jetzt wird es zurück. Oh mein Gott, ist das für dich auch so lange gegangen? Wow. Ja. Ich glaube, im 3DS-Remake ging es dann auch ein bisschen schneller, aber. Ich kann es skippen, nein. Das dauert schon sehr lange. Kannst du nicht skippen. Achso. Halleluja, genau. Halt. Wir brauchen noch was. Da du eh nicht kommst, was es ist, wir brauchen einen Fisch. Aber den musst du jetzt hier drin suchen. Ich kann auch kaufen. Irgendwo in dieser Höhle. Nein, du kaufst ihn nicht. Den gibt's auch for free. Ich könnte den kaufen. Aber den gibt's auch für free. Gucke. Jetzt müssen wir nur noch einen kriegen. Ja. Juhu. Sehr gut. Woher weißt du das? Das weiß ich. Das hätte ich auch, ohne dass ich heute alles nachgelesen habe, gewusst. Was? Oh mein Gott, ein Gengar! Süß! Oh, cool, gönn dir. Könnte ich jetzt wieder Magie haben, bitte? Woher wusstest du, dass ich einen Fisch brauche? Wie gesagt, das habe ich mir gemerkt. Und es kommt. Ich weiß es nicht, weil ich heute alles gelesen habe, was wir heute zu tun haben. Nein. So, jetzt werde ich dann. Nein, das habe ich wirklich noch. Alle, die es nicht kennen, das, was jetzt passiert ist, war für mich im jüngeren Alter creepy. Und die Grafik war ultra HD. Zoras Quelle. Der ist ja auch total creepy. Der sieht ja nicht freundlich aus. Zoras Quelle. Bitte nicht den Wal wecken. König Zora, der 16. Das ist auch ein sehr nerviges Kapitel, was jetzt kommt, finde ich. Trau den doch nicht. Witterungszeit. Ja, absolut, habe ich gesehen, ja. Lustig. Die Series S meinst du jetzt, Pew? Es kam letztlich irgendjemand zu mir und sagte,
hast du gesehen, die neue PlayStation ist ja so cool. Die sieht so schön aus. Und ich so... Ja, jeder hat eine eigene, einen eigenen Sinn für Ästhetik, ne? Yep. Soll jeder machen, wie er denkt. Nee, wirklich, ist immer noch creepy. Ja. Oh. Du bist einfach im Inneren dieses Typen. Yep. Ekelhaft. Und das ist so nervig, das Kapitel. Oh. Also ich fand es nie toll irgendwie. Aha. Hallo? Hallo? Mann. Hallo. Ah. komme ich da hin? Ist ja viel zu weit, oder? Willst du nicht einfach erstmal den normalen Weg gehen, der also ja, die aus, Kiste oder? War ja schon fast verlockend. Okay. Ich trinke ja keinen Kaffee, das ist mein Problem. Ja, Mann, ich weiß auch nicht. Ich bin ja echt müde, aber ich muss die ganze Zeit gehen. Deswegen okay. Sieht meine Kamera heute total scheiße aus und ich hasse es. Troffen. Also Leute, wenn ihr wollt, dass ich besser beleuchtet bin, dann sendet jetzt 200 Euro an... Viermal die vier. Bolle braucht... Elgato Streamlights at paypal.com oder so. Warum brauche ich das schon wieder? Ah, die machen mir weh. Ja. Chris, moin moin. Hallo Chris. Zurück wer? Sehr gut, danke, danke, bei dir auch. Okay. Was hast du denn bei deiner Ma gemacht? Aha, okay. Das klingt doch gut. Ja, dann genieß es doch. Mhm. Also was machen, liebe Söhne? No way! Knapp. No. Ich habe mich so in der Meta habe ich mich umentschieden. Das ist nie ganz ideal. Geh weg, Blubberblase! Juhu, für nichts. Sehr gut, die Skatula. Die war schon wichtig. Mein Gott, wo hab ich denn hier? Nein. Ha! Pro-Trick! Woo-ha! Aha! Speedrun! Speedrun Romero nennt man mich. Lass doch die Blase einfach. Yep. Oh Gott, das visiert alles an. Ja. Auch. Oh, schön. Sogar eingeladen. Deine Eltern laden dich ein? Also zum Essen nehme ich mal an. Oder so.
War keine Orientierung, massivst keine Orientierung. Ja, das verstehe ich. Habe ich hier drin auch nicht so wirklich. Warte mal, wie, was ist das für eine Zunge? Das ist Wackelpudding. Aha. Warte, schieß nochmal. Was genau? Na, so ein Schleudernuss. Okay. Oder muss ich die Nuss nehmen? Dann sind wir hier vielleicht noch nicht. Ja, oder so. Nee. Dann sollen wir hier noch nicht sein. Schnitzel. Vor allem Österreich. Oh, du kriegst bestimmt auch noch ein richtiges, schönes Wiener Schnitzel, ne? Oh. Oh, geil. Da habe ich mich verliebt, ey. So lecker. Na, 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 na. So dünn muss es sein und dann. Oh. Bolle ist. Das war wieder gesmart. Hin und her. Smart ist nicht da. Das kriegt er trotzdem hin. Meinst du? Hm. Ja, klar. Jetzt habe ich sie schon gefunden, per Zufall. Yay! Hey du! Hey du! Wie bist du? Romeo wollte schon seine Stimme auspacken. Ich bin Roto, Prinzessin der Zoras. Was? Mein Daddy hat dich geschickt, um mich zu retten? Ich würde niemals jemanden so, um so etwas bitten. Sag doch was. Flaschenpost? Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Schöne Unterhosen, Robert. Schöne Unterhosen. Hast du an. Und er so, hä? Ich bin doch nackig. Mein Daddy hat Angst um mich? Ist mir total egal. Oh, rebellender Teenager. Mhm. Lecker. Guten Appetit, Chris. Hm. Außerdem kann ich jetzt sowieso nicht heim. Und du? Verschwinde, kapiert? Hallo? Tusse. Oh. So typisch. Oh nein! Oh ja, Shiny, das machen wir. Hua, hua, hua. Wow. Ich glaube, das soll ich noch nicht töten und so. Dann lass es einfach noch. Spring doch mal Ruto jetzt hinterher. Du musst die Alte retten. Jetzt hör auf, du stirbst! Was soll denn das? Muss kurz testen. Na, sag mal. Ich hab ja muss noch nicht. Muss ich hier wieder laut werden? Ja, aber müssen wir die denn benutzen? Ja, Mist. Da kommt noch ein Boss, vielleicht ist der nicht so einfach. Bist du immer noch hier? Du bist hier schlimmer als eine Klette. Ich bin okay. Schon seit ich eine kleine Zora-Prinzessin war, laufe ich hin und wieder in Lord Yabu Yabus Bauch herum. Aber Lord Yabu Yabu ist heute ziemlich seltsam. Hier sind auf einmal elektrisch geladene Quallen und seltsame Löcher. Sie hat ein Markengeschwür. Ja. Obendrein habe ich meinen wertvollsten Stein. Aber das geht dich gar nichts an. Egal. Du, verschwinde, kapiert? Nein. Du machst dir echt solche Sorgen um mich? Dann wird dir eine besondere Ehre zuteil. Du darfst mich tragen. Und übrigens, ich bleibe bei dir, bis ich gefunden habe, wonach ich suche. Kein Witz. Ich mein's ernst. Okay, ab jetzt wird's nervig. Yeah.
Wenigstens ist sie gut genug zum Werfen. Das stimmt. Ist auch ein sehr toller Gentleman, ne? Ja. Also ich weiß, dass ich mit ihr nicht jetzt gerade rausgehen muss, aber und vor allem hier kann ich auch gar nicht raus. Als ob du so leicht rauskommst, Romero. Ja. Du Naivchen. Und ja, Christus war das Masterschwert in Miniatur als Brieföffner. Ah, kann ich sie dagegen werfen? Ich brauche die Fee. Nein, weil du gleich tot bist. Du weißt, dass sie hier automatisch losgeht, ja? Wir sind hier nicht bei Link's Awakening. Aha, ja, stimmt. Hä? Ich komme nicht raus, was passiert da? Ist jetzt wo genau? Ah, da. Chaos. Oh Mann! Was, mit was kann ich das kaputt machen? Du kannst sie wahrscheinlich noch gar nicht kaputt machen. Ah! Oder so. Okay, ich hab nichts gesagt. Also jetzt komme ich da nicht hin, weil ja. Erstmal einen Orientierungspunkt finden. Habe ich nicht eine Karte irgendwo? Das wäre schon mal ganz gut. Hast du ja noch nicht gefunden. Gib mir ein Herzen. Soll ich mich noch ein bisschen umschauen, bevor ich die Prinzessin nehme? Kannst du gerne machen. Weil mir fehlt irgendwie eine Karte. Yep. Oha, das Schwein. Okay. Ich höre schon wieder etwas krabbeln. Oder sind das die? Nein. Hier krabbelt eine Menge. Was ist jetzt anders? Sehr verwirrend hier alles. Ja, ich sehe es. Boah. Ah, da muss ich sie draufsetzen. Mhm. Vorsicht! Vorsicht, Palmero! Dieses rote, schleimige Ding ist voller elektrischer Energie. Ach, nö. Du sagst. Okay, perfekt. Da kann ich auch noch nicht. Die arme Bolle.
Der Schalter sieht so aus, als könntest du ihn nicht betätigen, da du alleine zu leicht bist. Mhm. Schweinerei. Ignoriert es einfach, wenn ich gehe. Ne? Erst wenn ich hier so hänge. Dann solltet ihr was sagen. Oh, come on! Ich glaube, das bringt mir nicht einen Vorteil, das zu töten. Sehe ich das überhaupt? Nein, nein, bitte. Was denn? Das Tier runterfallen, glaube ich nicht einmal. Warte mal, kann ich da noch weiter hoch? Sorry. Nope. Okay. Verkehrte Welt. Also, okay. Ich komme nicht da lang. Überleg, was wir machen müssen. Ich muss aufs WC. Okay. Also ich weiß ja ungefähr, was wir machen müssen. Bella, du musst lernen, dich nicht immer solcher Probleme anzunehmen. Selbst wenn es deine Freunde sind, sag, diese sind dumm im Kopf und dann lass die Sache gut sein. Das, damit hast du nichts am Hut. Klar, es ist scheiße von dir, dass die das machen, aber das hat dich doch gar nicht zu interessieren. Ja, was aber. Jetzt kannst du reden, Bolle. Was wollte ich denn sagen? Schieß los. Was soll ich denn sagen? Wollte ich irgendwas sagen? Weiß nicht. Aber Bella, glaub mir, es klingt jetzt zwar, als wäre ich eine alte Schachtel, aber bin ich ja auch. Wenn du irgendwann mal älter bist, dann lernst du solche Sachen, dass die sich überhaupt nicht mehr interessieren sollten. Ja, Bella, natürlich tun sie das. Aber das ist nicht dein Bier. Du kannst nur sagen, hört auf damit, macht es nicht. Und wenn sie es nicht machen, dann sind sie halt scheiße und dann hältst du dich halt von denen fern. Ich habe gar nichts gemacht. Entferne dich einfach von denen und fertig. Nein. Ich mach gerade hier Mutter-Tochter-Gespräch mit Bella, so ein bisschen. Ja, ernstes Gespräch. Sehr gut. Doch, Nadie, ich bin alt. Fast so alt wie Romero. Hey, das war für dich ein Kompliment! Das war für dich ein Kompliment, Tobi! Was hat er denn jetzt? Kompliment! Oh. Romero-Line, das war ein Kompliment. Wenn ich sage, ich bin fast so alt wie du, heißt es ja, du bist so um die 30 oder so. Bist du ja auch. Ich habe jetzt Jahrgang 1994. Okay. Ich muss kurz etwas dann erzählen. Bist du so alt wie... Nee, Bella. Mein Gott, Bella, du bist nach 2000 geboren, oder? Oh, es ist gruselig. Sonst denkt man immer so, okay, irgendwo 95, 96 geboren, da sind die so 16 Jahre alt. Nein, wenn die nach 2000 geboren sind, dann sind die so in dem Dreh. Ja, oh ja. Und deswegen fühle ich mich alt. Oh. Alles gut, Bella, keine Angst. Das war jetzt nichts gegen dich, das war auch nichts gegen Romero. Wir sind alle so alt, wie wir uns fühlen. Und ich fühle mich definitiv wie... 24. Hast du ein Word zur Hand? Damals 24.
Was? Hast du Word auf dem PC oder irgend so etwas? Ich habe Word, ja. Kannst du das kurz auftun? Okay, warte. Das muss ich erst suchen. Das habe ich seit Jahren nicht mehr genutzt. Okay, warte. Was will der Mann von mir? Word. Dir meine Situation erklären. Okay. Ready? Warte, soll ich jetzt was schreiben? Du musst mir sagen, was ich machen muss. Ja, werd ich jetzt sagen. Also. Und los. Mein Name notieren. Also, Romero. Muss ich klein oder groß schreiben? Es ist egal. Egal. Okay, ja, habe ich. Dann Abstand, dann Nachname The Jumping Flame. Ja. Dann Straße ist Musterstraße 73. Ich habe das Gefühl, ich muss super schnell sein. Ja. Dann Abstand in 2000 Twitch City. Was? Twitch City. Ach so. 2000 Twitch City. Ja. Dann meine Telefonnummer ist 077. Ja. 212. 5-4. Ja. Dreimal die 9. Ja. Gut, und dann meine E-Mail-Adresse ist mail@. Ja. Flame.ch. Okay. Sehr gut. Und ich möchte gerne ein Jahresabonnement. Notieren Sie sich ja. Das bitte. Ja. Ja. Und zahle monatlich. Ja. Haben Sie alles notiert? Ja. Du hast jetzt 1 Minute 46 gebraucht. Ja. Mach mal Copy-Paste und tu es in den Chat. Okay. Oder kennt jeder deine Telefonnummer? Und meine E-Mail-Adresse. Und mein Willst du das wirklich? Ja. Okay. Chat. ich weiß nicht, was der Typ hier gerade mit mir macht. Perfekt. Fehlerfrei. 1 Minute 43. Bolle, du bist eingestellt. Ich werde dich empfehlen in unserem örtlichen Fitnesscenter, weil mein Fitnesscenter hat es nicht geschafft, solche Daten aufzunehmen wie du jetzt. 3 Fehler gemacht. Meine Straße ist falsch. Meine E-Mail-Adresse ist falsch. Dann, warte jetzt, mein Name war richtig, aber irgendwie noch das Jahresabonnement. Dann habe ich anstelle einen Betrag von 390, habe ich 460 bekommen. Und jetzt, und warum habe ich die Zeit gestoppt? Sie hat für diese Aufnahme 15 Minuten gebraucht. Und dann war es noch falsch. Wow. Und ich so, meine Güte, was ist mit dir falsch? Die haben da bestimmt ein Formular da, was die auch einfach ausfüllen. Ja, okay. Verstehst du mich, wie ich mich heute gefühlt habe? Ich so, what the fuck, ist mit dir falsch? Nee, wirklich. Und kein Scherz, 15 Minuten. Oh Gott, ja, sowas gibt's. Die ist vielleicht neu oder so. Ja, die kommen nicht weit. Gut, also bei euch in der Schweiz hätte ich es falsch geschrieben, weil ich habe ja Musterstraße mit scharfem S geschrieben und das gibt's aber euch nicht, ne? Ja, okay, aber... Aber gut, ob es jetzt falsch ist oder nicht, da kann man sich drüber streiten. Ja. Das ist ja nicht unbedingt falsch. Das und ist hallo, Snuffles. Gar nicht mitgekriegt, dass du gekommen bist. Ja, er ist da. Wie geht es dir? Also, Mero, du hast jetzt einen Plan, was du machst? Nein, ich will zu ihr. Nein, gut. Zu der Kleinen da. Zu der Kleinen will ich, aber ich weiß noch nicht, was ich da mache. Mal zu ihr. Okay. Ich sag dir gleich, was du machen sollst, wenn du bei der Kleinen angekommen bist.
Okay. Also. Wie unaufmerksam von dir. Warum lässt du mich sitzen? Wenn du ein Mann sein willst, dann verhalte ich auch so. Also, wir wissen ja aus Quellen, dass wir sie schmeißen können. Und wir wollen ja vielleicht da hinten rüber. Also rechts, rechts, rüber. Rechts, rüber, da, ja. Wie kriegen wir jetzt uns und sie darüber? Warte, du kannst sie mal rüber. Du kannst sie rüberschmeißen. Oder hochschmeißen jetzt in dem Fall. Genau. Lass sie da sitzen. Und wie könntest du jetzt da hinkommen? Mit dem Loch. Ja. Da oben sind ja mehrere Löcher. Du musst nur das Richtige treffen. Okay. Böser Snaffles. Was macht sie jetzt wieder da drüben? Okay, verarscht sie mich? Dachte, irgendwie, die bleibt da sitzen, hä? Nein, das, ich wollte dich nicht verarschen. Nee, nicht du, sie. Hey, ich dachte, die bleibt da sitzen. Okay, dann bin ich jetzt auch überfragt. Müssen wir ja abbrechen, ich weiß nicht. Ja, Snaffles. Das stimmt wohl. Du bist schon ein kleiner Geisteskranker. Dann lass mich überlegen. Vielleicht müssen wir dann doch erstmal woanders mit ihr hin, aber. Wir haben also ja cool, nicht so viele Möglichkeiten. Cool wäre auch, wenn wir eventuell. Oh, bist du mit ihr schon mal durch die Tür rausgegangen? Hier? Ja, nee, die andere da. Da, ja, da ist musst ja du dann. Bestimmt nochmal. Geh doch einfach nochmal da durch, weil du bist ja dann. Du hast sie ja dann verloren. Ja, aber das ist ja da, dort, wo ich dann wieder zurückgekommen bin. Weil dort ist ja der Eingang, Ausgang, Eingang, was auch immer. Ja, vielleicht müssen wir da ja irgendwo hin. Okay. Da ging es ja runter, falls du dich erinnerst. Mhm. Mhm. Wir sind ja ultra mühsam. Ja, 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 ja. Setz dich hin. What the fuck? Ich spüre, sie auch sitzen bleibt, ne? Mhm. Also hier hatten wir das Problem. Da könnte ich sie hochwerfen. Genau. Und dann du hinterher. Genau, genau. Das habe ich vorher nicht bedacht, weil ich dachte, dass sie weniger, weniger hochgeworfen werden kann. Mhm. So. Bleibt jetzt nicht, warte mal. Wo war sie? Wo ist sie hin? Ist weg. Ich glaube, die ist wieder hast am Anfang. Hast du sie nicht reingenommen jetzt? Ja, doch, aber ich habe sie ins Wasser geworfen, das hat sie nicht so gerne. Ja, und das meine ich mit Nerv hier drin. Da, das nervt halt total.
Ja, es ist. Wenn du sie verlierst, dann geht's immer. Aber ich glaube nicht, dass das richtig war, oder? Was ich jetzt gemacht habe. Weil da Wasser war. Aber ich wüsste auch gerade nicht genau, wo sonst hin. Ja. Er hat Blähungen hier. Naja, die ist wieder da. Kannst du nicht wie in anderen Spielen mir einfach folgen? Ja, echt mal. Eben hier auch, hier dreht. Warte, seit wann ist das? Ah. Da auf jeden Fall nicht. Nur die beiden Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob sie da sitzen bleibt. Wo hast du sie jetzt hingesetzt? Beim großen Schleim ganz oben, also bei dieser Stange, die sich bewegt, wie auch immer man das nennt. Tentakel. So kann man es nennen. Aber wenn ich jetzt runterfalle und die dann auch weg ist, dann... Nee, das darf jetzt noch nicht. Lass los! Kann ich da noch nicht runter, oder? Ah, Vorsicht, Palmera, nee. Naja. Das hat sie ja schon gesagt. Jetzt sterb doch nicht schon wieder! Mio, du stirbst jetzt... Lass den doch in Ruhe! Ich brauch Herzen. Ja, meinst du, die geben dir welche? Jetzt nicht mehr. Ich habe keine Nüsse mehr. So wird es nix. Gebt Nüsse! Hey, gebt... No! Das war's. Ah, ja, schön. Ja. So, schönes Stream. Danke, dass ihr da wart. Ciao, ciao. Ja. Bye, bye. Wir haben einen Dead Counter, genau. Wo reden wir hin? Warum habe ich für eine Sekunde getraut? Keine Ahnung. Traust du das schon zu? Nach einer Stunde und 8 Minuten. Also ich glaube, bis auf einmal gab es keine Fälle, wo wir den Stream in einem Dungeon abgebrochen haben oder unterbrochen haben. Okay, nochmal zu ihr. Warte mal, die war da. Ja. Ich sehe jetzt fast kein Problem. Ja, mach mal, mach mal, mach mal. Geh mal bitte nochmal dahin, wo du sie... Nein, nicht darüber. In die Tür hier hinter dir. Bitte, bitte. Du hast sie vorhin ins Wasser geschmissen. Natürlich hast du sie dann verloren, aber das war ja vielleicht nicht falsch. Der Weg. Boah, Ultrablasen, oder wie? Ja. Er schafft es. Pinocchio. Wer ist hier Pinocchio? Von was redest du? Ach, keine Ahnung. Haha, zwei Final. Ja.
Lass doch die Blase da einfach in Ruhe. Mein Gott. So, und jetzt schmeißt du sie nicht ins Wasser? Ja, Kumpelblasen. Ah! Guck dir mal eine an. Was haben wir denn da? Ah! Wir sind wieder etwas schlauer. Juhu! Muss ich sie jetzt da hinwerfen? Blase muss platzen. Na, wenn du nicht mit ihr rüberspringen kannst. Doch, kann ich! Ganz ruhig, ganz ruhig. Ah! Du kannst dir Zeit lassen. Ganz in Ruhe alles erkunden. Du darfst nur Ruto nicht verlieren. Nicht in die Löcher fallen. Und wenn ich mit ihr in ein Loch falle? Könntest du, aber wollen wir ja nicht. Wir haben uns ja hart den Weg nach oben erkämpft. Yep. Die können wir getrost ignorieren. Genau. Und dann gehen wir schön auf den Schalter drauf. Es bewegt sich! Warum? Hä? Stell du dich doch mit drauf und dann setz sie ab. Okay. Genau! Halleluja! Und jetzt ist da was Ekliges. Boah, wie alles wackelt. Und vielleicht können wir hier noch gar nichts machen. Und sie hat schön gewartet. Wie aufmerksam von dir. Warum lässt du mich sitzen? Ach, unaufmerksam. Zum Glück ist sie nicht wieder in die andere Richtung gegangen. Ja, Gott sei Dank. Definitiv lasse ich mir Zeit, Chris. Der Schalter. Sieht so aus, als könntest du ihn nicht betätigen, da du alleine zu leicht bist. Ja, wir sind jetzt nicht mehr alleine. Navi, Navi! Manchmal, das meine ich, so, das ist so unnötig. Was? Das war wohl nix. Darfst du wieder... Darfst du bei wieder zuschauen? Wer ist denn wieder? So. Hey, keine Schleichwerbung hier, ja? Come on, come on. Was greifst du sie an? Ja gut, ihr habt euch beide wehgetan. Geht das leichter oder mache ich das einfach kompliziert? Weiß ich gerade gar nicht. Ah. Es geht leichter. Geht leichter. Witziger Sound. Wee, 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 wee.
Fendling auch Nüsse? So, bitte irgendetwas. Danke. Eine Kiste. Eine Kiste, die ist lustig. Eine Kiste, die ist schön. Ba, 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 ba. Yeah. Oh mein. Ja, oh. So einfach. Easy going. Der ist sehr gut. Jetzt kannst du nochmal zu dem Raum zurückgehen. Jetzt können wir da vielleicht was machen. Komm mit. Jetzt geht's ab. Definitiv. Genau, im letzten Zelda Link's Awakening haben wir auch gerade den Boomerang bekommen. Aber stimmt, wir mussten den tauschen. Parasitententakel. Die dünne Stelle ist der schwächste Punkt. Benutze eine Distanzwaffe. Das haben wir gerade gemacht. Aber er ist noch da. Ich glaube, das ist einfach allgemein. Den hast du jetzt hoch und der bleibt da jetzt auch. Sicher? Ja. Jetzt nee. Musst du noch mehr da. Oder er kommt zurück. Wie er nach gekrapscht. Ne, siehst du, er bleibt oben. Der hat jetzt nur nach dir gegriffen, weil du zu nah war. Ach, okay. Ah, ich bin ja... Okay, da nicht. Aber ich glaube... Was? Aber, ach nee. Ja, ich weiß nicht. Soll ich nicht zu diesem Wackelpudding hin? Ja, aber kannst du jetzt auch, glaube ich. Das so macht. Wow. Ah, guck, jetzt ist der weg hier. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Aber jetzt sind wir auch wieder hier. Halleluja. Immer Waldmeister. Ja. Gib mir Herzen. Na gut, Magie ist auch gut. Die Frage, die sie stellt an den Chat, ist ja folgende. Wackelpudding mit Vanillesoße oder ohne? Mit. Homero, was sagst du? Mit. Und Dankeschön. Und vor allem, wie heißt es? Apfelstrudel, da würde ich so rund werden. Der Apfelstrudel mit Vanilleeis. Das ist immer Pflicht. Umfragen starten. Ja, gut, dafür mache ich jetzt keine Umfrage auf. Mit. Siehst du, Robert, es gibt Leute, die ganz normal sind und Wackelpudding mit Vanillesoße essen. Weil das geil ist. Ja, rote Grütze mit Vanillesoße ist auch geil. Ja, das stimmt leider.
Ja, ich habe auch. Nimmst du sie mit? Warum lässt du sie jetzt da stehen? Mal kurz ein bisschen Herzen auftanken will. Achso. Das ist eigentlich meine einzige Intention, jetzt hier das Zeug zu machen. Achso. Muss ja nicht gleich übertreiben, der Pascal. Oh. So was Süßes hast du ja noch nie gesagt. Noch nie gesagt. Okay. Ich kann mal Vanillesoße nicht mögen, die könnte ich trinken. Ja, die ist einfach geil. So. Vanillesoße. Oh, Germknödel. Kenne ich nicht. Oder oh, war das ist das, was, Gutes. Was du da gesendet hast? Weil jetzt, wo war das wieder hier, wo dieser Wackelpudding ist? Der war unten. Ah, der war unten. Aber da brauchst du sie nicht unbedingt für, glaube ich. Ah, okay. Dann bleib hier. Nein, nicht da unten! Was? Warum nicht? Da, wo Ruto das allererste Mal war. Geh nochmal hoch. Du machst es dir gerade komplizierter, als es sein muss. Ja, yeah, ich hab. Ich, mir fehlt eine Minikarte unten rechts. Ja, dann musst du die Karte jetzt mal finden. Ja, ich weiß. Ja. Oh, können wir jetzt aufhören, über sowas zu reden, ey? Oh, wir können auch noch ein bisschen. Ich will jetzt sowas essen. Also, wie schlaft ihr am liebsten? Beide Beine unter der Decke? Ein Bein raus aus der Decke und dann die Decke zwischen den Beinen eingeklemmt oder nur die beiden Füße raus und der Rest ist zugedeckt. Nackig. Was? Nackig. Romero ist ein Nackigschläfer. Das mache ich im Sommer auch manchmal. Aber du hast ja trotzdem eine Decke oben drauf, oder? Nackig. Komplett ohne Decke? Nee, das kann ich nicht. Halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp. Andere Tür. Weißt du, vorhin läufst du... Nee, warte, du bist ja richtig! Jetzt habe ich kurz keine Orientierung gehabt. Alles Gute, ich habe nichts gesagt. Kannst du bitte dich selber jetzt an den Haaren ziehen oder so? Sorry. Komm, Monster fressen. Also ich schlafe immer die Decke eingeklemmt zwischen die Beine. Immer. Immer. Ab und zu im Winter vielleicht mal beide Beine drunter, wenn es richtig kalt ist. Warum nimmst du nicht deine Schleuder, Romero? Vorhin hast du die auch so kaputt gemacht. Ich weiß, ich probier's. Ach so. Ich probier's, ich drück immer die Schleuder. Oh mein Gott! Nimm doch einfach nur die Schleuder. Ich drücke alles, aber nicht das, was ich muss. Nee. So, guck mal, der andere trifft dich jetzt gar nicht, also konzentriere dich auf den rechten. Ist jemand runter? Ja. Ja! Aha. Ja, guck mal. Wenn man einmal atmet, dann geht doch alles. Ja. Und guck mal, jetzt kannst du darüber. Und du kriegst nichts. Nein, hab der Fee. Oh, der Fee. Du hast wirklich nichts bekommen. Wir können Monster fressen. Oh, Bella. Kann man denn immer so frieren? Ja, ja Shiny, ich habe auch eine ganz dünne noch. Nee, ich... Ja gut, vielleicht gab es hier nur das. Im Winter bin ich dann mit einem Fuß unter einer Decke, aber nur maximal die Hälfte des Körpers. Aber sonst eigentlich in Frühling, Herbst und Sommer immer nackig. Aber ohne, du deckst dich nicht zu? Oh, nope. Das könnte ich nicht. Also es kann noch so heiß sein. Ich brauche meinen Zipfel unter meinem Kopf. Sicher?
Ja, immer. Das geht gar nicht anders. Mega süß. Im Winter einen Fuß draußen. Ja, oder das einfach so. Einfach im Winter ist eine dünne Decke so über den Körper, damit eine Seite warm bekommt und die andere Seite nicht komplett verhitzt oder so. Und das ist muss... So einer, der schwitzt beim Schlafen, also ist hier so schnell warm dann, oder wie? Ja, kann man so sagen. Kann man so sagen. Ich bin halt ein heißer Typ. Da sage ich auch gar nichts, Saki. Hey, ich drücke doch... Nee, die andere. Also, konzentrieren jetzt. Was geht ihr ab? Keine Ahnung. Was ist mit ihr jetzt schon da hinten in der Tür? Nein. Genau. Du kannst meine Decke noch haben. Und das Schlimmste ist immer, wenn du eine Partnerin da hast... Und dann kuscheln möchte. Oh Gott. Und sie nach... Schlimmste. Und sie so... Und ich so nach 10 Sekunden... Ja. Oh mein das Gott. Das kenne ich. Oh mein Gott. Kuscheln ist ja gut und schön, aber auch... Nur ganz kurz mal und dann reicht's auch wieder. Aha. Kleine Frostbeule, ich verschwinde komplett unter der Decke. Was ist mit dir falsch? Die ist gelangweilt. Und dann spielt sie, oder was? Nee, ich glaube, die hat so... gemacht. Okay. Also. Ich hab keinen Plan. Also. Ah, jetzt okay. Chill mal. Da, wo ich hergekommen bin, schmeiße ich sie rüber. Dann geh doch mal in die andere Tür. Nee, warte, ich habe da Nein, noch einen. Ich habe noch einen anderen Knopf da, oder? Mit ihr. Da links. Ja, okay, dann nimm den. Solange nicht auf dem Rücken liegen muss, kann ich immer schlafen. Was bist du, ein Bauchschläfer? Also ich bin ein Seitenschläfer eigentlich, mit einem Arm so über den Augen. Süß. Aha. Oh, okay. Das war nichts. Na, Gott sei Dank ist sie hier unten gelandet, nicht im Wasser. Also ich bin auch Seitenschläfer und wenn ich mich ins Bett lege ich mich zuerst auf die linke Seite, zu Robert hingewandt. Wenn ich dann aber richtig einschlafen will, dann muss ich mich rumdrehen auf die rechte Seite, sonst kann ich nämlich nicht vernünftig einschlafen. Dann bin ich ein Wälzer im Bett. Okay, wahrscheinlich kommst du da so nicht einfach hin. Und es passiert auch mal, dass ich morgens aufwache und auf dem Rücken liege. Also, ich bewege mich sehr viel im Schlaf. Oh, come on. Tschüss, Ruto. Oh Gott, ich hasse diese Mission hier. Ich sag ja, das ist so scheiße hier. Ist jetzt wieder komplett drüben oder wo ist die? Nee, die müsste jetzt oben sein jetzt. Die steht jetzt, glaube ich, vor den Löchern immer. Beine angewinkelt geht gar nicht. Ohne angewinkelte Beine? Das kann ich nicht. Ich bin sogar... warte mal, wie stelle ich denn das jetzt da? Nee, das kann ich so gar nicht. Doch, hier ein Bein, hier das andere Bein. So. Also eingeknicktes eine Bein und ja. So quasi fast an meinem Kinn habe ich fast mein Knie und dann ein Bein lang. So kann ich auch richtig Embryo-Stellung.
Das ist schon komisch manchmal. Nee, bei mir ist es so, aber als ich mich umgewöhnen musste, auf dem Rücken zu schlafen. Echt? Ja, ich habe Seitenschläfer, weil meine überaus starken und mächtigen Muskeln einfach zu viel sind für mein Körpergewicht. Oho. Oder auch nicht. Nee, einfach, ich habe irgendwie immer Nackenschmerzen bekommen auf der Seite. Irgendwie, weil halt einfach... Ach so. Weil wenn du auf der Seite schläfst, dann ist immer so eine Seite unter Zug. Aber hast du kein Kissen? Doch, habe ein Kissen, aber... Ja, okay. Ich kann nicht... Ah, das wollte ich auch noch sagen, genau. Ich kann nicht unbedingt mit Kissen schlafen. Das auch nicht? Nein. Das ist wirklich okay, hier. Okay, so könnte ich überhaupt nicht einschlafen, so wie du schläfst. Oh Gott. Ich glaube, ich habe mir in den letzten Jahren 3 verschiedene Kissen habe ich gehabt. Und jetzt bin ich erst mit meinem richtig zufrieden, weil das halt genauso hoch ist, wie ich liegen muss. So dass meine Wirbelsäule und mein Nacken und mein Kopf eine Linie bilden. Glaube ich zumindest. Zumindest schlafe ich sehr gut. Sehr gut. Es hat lange gedauert, sowas zu finden. Ja. Aber ohne Kissen, dann schläfst du ja wirklich die ganze Zeit so auf der Seite. Ja, deshalb habe ich mir jetzt angewohnt, auf dem Rücken zu schlafen. Dann verstehe ich das. Und auf dem Rücken ist das tipptopp. Das Problem ist, das Einschlafen funktioniert tipptopp auf dem Rücken. Mhm. Aber schlafen bleiben geht nicht. Lass es doch, Romero. Dann geh doch erstmal jetzt da oben in die andere Tür. Mhm. Mit ihr. Ja. Also Romero spart sich das Bett beziehen ständig, ne? Muss nur ein neues Laken draufziehen. Ja. Aber was das Geilste ist, das muss ich sagen, das Geilste ist ein Stillkissen oder ein Schwangerschaftskissen. Das ist das beste Schlafen. Mhm. Hast du schon mal? Falsche Tür. Nicht die Tür, nein, nicht die. Nicht die. Nein. Ab da ist der Start. Da wollen wir aber nicht hin. Okay. Wir wollen ja weiter vordringen in Yabu Yabus Eingeweiden. Bei Vordringen war ich noch bei dir, jetzt nicht mehr. Jetzt geh mal da hinten in die Tür, bitte. Ich bin aber auf dem Weg. Also ich hatte mal ein Seitenschläferkissen, aber das war nicht so geil, wie ich es mir erhofft habe. Aber Stillkissen habe ich auch schon oft gesehen. Das ist, schmiegt sich ja richtig so irgendwie an und geil. Aber da war ich doch schon jetzt vorhin und komme dir nicht weiter. Bist du dir sicher, dass du hier warst? Ja. Ich habe das da drüben gemacht, ich habe das da drüben gemacht und hier und da vorne komme ich im Moment nicht weiter. Also ich täusche mich. In allen Gängen drin und in allen Türen. Ja. Bist du dir hundertprozentig absolut sicher und willst du dein Erstgeborenes darauf verwetten? Ja? Ja, guck nochmal nach. Hier habe ich den Bogen erhalten. Mhm. Und dann hat es 3 Stränge, wo... So sind? Mhm. Wo Anime-Mädchen drauf gedruckt sind, ja. Ja, das geht jetzt wieder in eine andere Schiene. Aber sowas sind dann auch Seitenschläferkissen, ja. Ernst jetzt? Jetzt. Also, dann Nummer 2. Meine Güte. Ist auch zu? Mhm. Gut. Sorry, ich drücke wirklich nicht beabsichtigt da auf... Ich weiß. Und hier auch. Also habe ich wirklich das Erstgeborene gerettet. Gut. Okay, dann müssen wir natürlich die Wege finden, damit die Tentakel weggehen. Ja. Ha!
Das heißt? Also ich könnte mit dir ja jetzt, weil du gesagt hast, das hier ist weg. Ah ne, das ist nicht weg. Aber da könntest du ja auch mal reinspringen. Mit ihr zusammen. Dann kommst du ja da hoch, wo du vorher noch nicht hochkamst. warte mal. Aber nee, das ist ja immer nimm noch sie, gleich. Das da ist ja immer noch da. Ja, aber nimm sie mal bitte. Und spring in das rechts, jetzt links von dir. Okay. Aber mit ihr zusammen. Ja. Ja. Wir werden ja heute nicht rauskommen. Wir kommen ja nicht raus. Bolle dachte, es ist so, ja komm, kurz den Tempel und dann kann ich schlafen gehen. Und jetzt nichts da. Ah. Gut, jetzt sind wir schon mal hier. Das heißt... was heißt es denn? Aber war das... Wartet mal, war die... Tentakel nicht vorhin weg? Ich bin ultra verwirrt. Meine Güte. Immerhin die goldene Skulptur. Ich mach mal das, was ich kann. Der ist super. Okay. Aber sag nicht, das ist offensichtlich, Snuffles. Naja, was? Wir haben ein bisschen Blödsinn gemacht. Das Problem ist, wenn ich jetzt da vorne jetzt wieder hochgehe, dann ist sie wieder oben. Ja, soll sie auch. Okay. Wir waren dumm. Richtig dumm. Also, als hätten wir noch nie in Zelda gespielt. So dumm waren wir. Okay. Oh nein. Wir haben doch den einen Tentakel. Und da war der oben. Ja. Und dann hab ich gesagt, ja, das passt schon so. Ja. Soll der, glaube ich. Nee, ja. Soll er nicht. Und dann hat er ja nochmal nach dir gegriffen und wir haben einfach nichts gemacht. Und das war falsch. Also geh da bitte nochmal hin. Okay. Ach man. Das freut mich. Das ist die Hauptsache, Shiny. Also, das wäre, glaube ich, links gewesen. Jetzt mach den mal richtig Venus lieb. Ja, da muss ich dran gewöhnen. Na, jetzt lass es zu. So, und jetzt lass ihn mal wieder rauskommen und dann immer weiter und so. Muss erst wieder rauskommen, ne? Ja, jetzt, ja. Genau. Aber sag mal, kann es sein, dass hier keine Musik ist? Nee, im Oder Tempel ist sie sehr ich... leise. Nee, ich höre auch nichts. Okay. Aber ist es schon immer so oder ist es jetzt ein Fehler, dass wir die ganze Zeit keine Musik haben? Jetzt haben wir Musik. Ja. Und wir haben die Karte. Yes, Baby.
So, jetzt sollten wir uns besser zurechtfinden. Zumindest ein bisschen. Kein wirkliches Theme. Ja, wäre auch komisch, wenn in seinem Bauch Musik läuft. Ne? Ah, jetzt ist da so, frei. Guck mal, der Weg ist frei. Jetzt bin ich da aus Versehen drauf. Achso, das rote schleimige Ding ist fort. Es verschwand, als du den Tentakel zerstört hast. Ob das bei den anderen auch funktioniert? Ich habe ganz vergessen zu schauen, Bolle, wegen deinem Audio. Warte mal. So. Ich glaube eher, dass es wegen der Übertragung ist. Meinst du? Hallo Nitro! Weil ich habe auch meine letzten Streams angeguckt, der Bonus. An der Übertragung. Ich weiß nicht wieso. Shiny. Das wäre ein bisschen schlecht. Ich hab doch mein Sportoutfit an. Ah, warte mal. Sag mal etwas. Dann mach ich keinen Sport. Was? Ja, hier, hallo. Ich bin Bolle und habe. War ich zu hoch da eigentlich? Ja, du warst auf 200%. Aha. Das ist natürlich nicht um... Ist meine Stimme jetzt viel schöner? Ich glaube, warte mal. So, aber ich mach dich noch ein bisschen... Ja, es geht ja nicht darum, dass man mich nicht hört. Es geht darum, dass die Qualität von meinem Mikrofon sich angehört, als würde ich... Irgendwo in einem Keller sitzen und in ein. So, jetzt sollte Bolle. Was weiß ich, Mikrofon sprechen. Jetzt sollte Bolle definitiv besser klingen. Warte mal, ich muss sie da wieder rüber. Und jetzt hoffe ich, dass meine Stimme viel schöner ist. Ja. Weil, wenn ich jetzt da. Okay. Sag, wo habe ich jetzt das jetzt hin? Klingt nicht mehr, als hätte ich in sowas hier reingesprochen. Oh, das Stimme ist ziemlich schön. Ja, ja. Oh. So, aber dann sollte es jetzt ein bisschen besser sein. So, also, schleimig ist fort, blablabla. Gucke ich mir dann später mal an. Vorher eigentlich auch nicht. Okay. Also auf 200%. Was ist da, 40 Sekunden? Ich glaube, die Perlen da wegmachen. Aber ja, die Platz. Nee, das war schon schrecklich, Snuffles. Doch. Wenn du dir mal Hashtag keine Schleichwerbung einen Stream von mir anguckst oder so, dann merkst du schon einen Riesenunterschied von der Tonqualität. Ich hab halt immer gedacht, mein Mikrofon ist so scheiße. Und dann habe ich auch. Genau, ich habe letztens dann beim Stream nochmal angehört von mir. Und dann habe ich nochmal ein extra, ohne dass es irgendeine Übertragung ist, nur eine Audacity-Datei gemacht. Und das Mikrofon war so gut. Und ja. Shoutout Bollestream, genau. Nein. Es war nur ein Beispiel. Ja, da waren jetzt Rubine drin, oder was? Nein, ein Kompass. Achso, danke Romero. Was ist passiert? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, da steht auf einmal. Ladio. Ladio Lobo. Außerdem finde ich es cool, dass du da noch Sternchen an deiner Flamme hast. Ich will auch Sternchen an meiner Flamme haben. Ja. Was aufgepasst? Nee, das hat keiner. Ah, das ist jetzt auch weg. Mhm. Was, echt? Nee, das Sternchen ist, weil ich streame und der Broadcaster so. Broadcaster ist, glaube ich. Ich bin der Brocaster. Genau.
Wo sind meine C-Knöpfe? Sie sind so schön, sie sind so schön. Boah, ich habe Rückwärtssalto gemacht und trotzdem nicht. All we hear is radio. Warte, Snuffles, hast du das mal gehört? Nein. Das haben wir noch nie verwendet. Das ist gerade lustig. Wir haben... Oder doch? Nee. Das ist gerade lustig, Snuffles, weil ich damals habe Tanja das einsingen lassen. Genauso. All we hear is Radio Robo. Und das wollte ich eigentlich als Follower-Sound benutzen, aber habe ich es jetzt doch nicht. Okay, jetzt habe ich wenigstens ein bisschen einen Plan, was ich da machen muss. Ja, jetzt sieht man auch, wo du bist auf der Karte und das ist schon schön. Sehr praktisch. Jetzt sollte es auch halb so schwer sein. Jetzt haben wir es bald geschafft. Achtung, Achtung, die Quallen. Oh, wow, 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 wow. Hey! Hey! So. Wow! Okay. Du blöder Penis, du. Das ist aber ein Pferdepenis dann. Absolut. Yay! Was ist jetzt passiert? Das hat vielleicht jetzt wahrscheinlich auch andere Wege gehabt. Ah, ich glaube, der in der Mitte. Jetzt da bei dem... Ist jetzt weg, vermutlich. Ja, vielleicht. Könnte sein. Weiß ich noch aus meiner Kindheit. Achso. Als ob. Wer hat mich gerufen? Hallo, Robo. Hallo. Ja, hatte ich recht, schau mal. Ja. Sehr schön, dann können wir da jetzt runter. Okay. Es geht weiter. Juhu. Bälle. Da will sie hin. Danach habe ich gesucht. Wirf mich auf die Plattform. Oh, wie hübsch. Cool. Prinzessin Ruto hat den Heiligen Stein wieder. Aber warum Prinzessin Ruto? Den wollen wir doch haben. Gott sei Dank, endlich. Der Stein von meiner Mama. Als ich Lord Yabu Yabu gefüttert habe, hat er wild um sich geschlagen. Vor Schreck habe ich den Stein fallen lassen. Und ganz plötzlich hat er mich und den Stein verschluckt. Aber jetzt habe ich ihn wieder und kann heimgehen. Bring mich jetzt schnell heim. Okay. Oh nein. Salut. Was ist das denn? Ein Oktopus? Oh nein. Ruto, bitte klemm dir deine Beine zusammen. Ah, I'm sorry. Okay. Ja, definitiv passieren da Dinge. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Ja, frag sie doch, sie sagt dir bestimmt was zu tun. Auf deinen Arsch!
Ja, du könntest jetzt, du hast jetzt genug Zeit, um rumzulaufen, oder? Ja, ich weiß, wenn ich es anders was laufen passiert würde. Bei dir, Nitro. What is happening? Oha! Sehr, sehr schnell. Drei Stunden später. Jetzt rum. Warum? Da. Na, hinten rum. Warte, kommen wir jetzt einem entgegen? Ich weiß die Zeit nicht, oder? Aber was sagt denn Navi? Fragst du doch einfach mal. Dafür ist er ja da. Gib ihm mit dem Pumara 1 auf die Nase und Akkadele. Ja, gut. Da hoch kannst du wegen den Dingern nicht, oder? Auf die Plattform. Ich kann mich aber nicht jedes Mal treffen lassen, dass er seine Richtung wechselt. Nee, das sollst du ja auch nicht. Holla, die Waldfee. Ich bin mir gerade auch unsicher. Nitro, jetzt sag doch, was bei dir passiert. Los. Ich will's auch wissen. Nur mal so, auf die Plattform kannst du nicht hoch, ne? Weil da Stacheln sind. Ja, gut. Halleluja! Oh, Gott sei Dank. Oh. Schnell. Herzchen. Die Stacheln so, haben sie jetzt hin verschleppt? Sind sehr witzig. Wer ist dass witzig? Die nicht blockieren, die Stacheln. Achso, oh, Fee. Also warte, ich muss jetzt einen Text lesen. Ah, okay. Achso, jetzt hier. Gute Dinge, Nitro, oder ist das OH schon selbsterklärend? Hey, könnt ihr doch keine Insider bringen, wenn nicht alle Bescheid aha. wissen. Und dann, du hast auch mit Intro einen Insider gehabt. Ich weiß da noch. Ja, aber der hätte sich ja eigentlich am... aha. Waren das am nur ausreden. Aufgelöst, aber Shiny kam uns ja zuvor. Alles nur ausreden. Nein, ist so. Ist genau die Wahrheit. Okay. Ist das jetzt lustig? War doch easy. Easy. Oh. Shiny, bleib hier. Ah. Konntest du ja nicht wissen. Es war nur so doof irgendwie. Den ganzen Abend habe ich versucht, ihm schon
das zu verlängern. Und das ging nicht, weil er das noch hatte. Und jetzt weiß ich, dass das hier ich nicht darüber gehen konnte, weil... Ja, guck mal. Jetzt muss ich einfach die Prinzessin wiederfinden. Ja. Das wäre ganz gut. Super. Wo ist die hingelaufen? Prinzessin! Wo bist du? Ich suche dich! Du Bitch, komm hierher! Wow. Meinst du, sie ist noch hier? Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wo die irgendwo ist jetzt. Aber guck doch mal auf deine schlaue Karte, die du jetzt hast. Ah. Wo du vielleicht noch nicht warst. I have... Nope. Okay, du warst überall. War überall. Sind wir uns sicher, dass der Schalter nur mit Ruto zu betätigen ist? Ah. Euer Ernst? Ja, die war ja nicht da. Was ist denn euer Ernst? Die war ja nicht da, wo ich jetzt hochgegangen bin und dann sagte sie ein Oktopus, I und so und dann bla bla bla. Ist da weg. Doch unten, wo sie am Anfang war und dann. Ja, ich gehe da mal runter. Hier, da. Gut. Nope. Dann brauchen wir sie wahrscheinlich gar dann nicht. Dann Raum 1. Ah, brauchen wir sie gar nicht, aber es war ein blauer. Ja, das war der Raum, wo... Okay, ich gehe da hin, aber das war doch ein blauer Schalter. Blauer Schalter heißt, ich bin zu... Ah, wir haben ja Kisten. Ach, wow. Ja. Seid jetzt stolz auf uns, dass wir das rausgefunden haben. Ja. Hallo, Smarty. Genau. Hallo. Come on, 2 Stunden für einen Tempel hier ist doch easy. Ja, locker. Locker flockig. Ey, man wird's wirklich, ne? Oh, shit. Jupp. Leider. Ach ja. Ja, so ist das mit alten Gehirnen, ne? Ja, seht ihr. Ab 30 geht's bergab. Stetig bergab. Mhm. Aber wobei, das können wir nicht sagen, weil Smarty und Robert sind beide hier und die sind beide über Ü30. Ja, aber die sind auch keine Referenz. Die sind einfach ultra super. Und du auch eigentlich. Die machen nichts anderes in ihrem Leben, außer das. Ja. Die spielen Sunshine in deinem halben Woche durch. Genau. Aber eine Freundin von mir hat das gestern bekomme ich eine WhatsApp über. Von Alu oder so. Hey Alu, danke schön. Alu und Anhang. Halli, hallo. Warte, na, wie geht's? Ich mach schon. Oh, danke schön. Na, wie geht's euch, ihr lieben Raiders? Du auch. Robert auch, Smarty. Was habt ihr Schönes gespielt, Alu? Oh, wir spielen heute hier A Legend wir of Zelda. Wir spielen nicht Ocarina of Time, sondern wir spielen nur Jabu Jabus Bauch. Ja, genau. Eigentlich heute, ja. Heute, ja. Ja. Wir sind Schatz, kannst du dich bitte wieder ummelden, dass du hier nicht mit Radio Robo schreibst? So viel Werbung brauchen wir jetzt auch nicht machen. Reicht jetzt wieder. Stört mich nicht. Stick of Truth, geil. Kenn ich nicht. Aus Soft Park, 18er ja. Version oder die zensierte? Und das da oben ist die liebe Bolle. Sie ist Co-Moderatorin, genau. Ja, genau. Er nennt mich jetzt nicht Guiding Bolle bei dem Spiel, weil ich halt nicht guiden kann in dem Spiel. Deswegen bin ich Co-Moderatorin. Sehr gut. So, geben wir das. Was ist da oben? Ne Pü. Okay. Pü. Ja, ist so.
Vermutlich zensiert, Steam-Version. Ja, die. Ich glaube, die zensierte Version gab es auch gar nicht so frei bei uns zu kaufen. Aber geiles Spiel. Habe ich selbst schon zweimal durchgespielt. Was? Aha, da, okay, okay. Yeah. Ich bin zwar da. Okay. Hallo Fritz Hugo. Hey Fritz Hugo. Nee, ist bei uns ab 16. Glaube ich zumindest. So. Jetzt eben Modo auf Schweizerdeutsch. Jetzt geht's rund. Ja, los, jetzt versteh den Romero wieder richtig. Ja, genau, das ist also easy, oder? So, jetzt machen wir den Boss. Und dann geht das super. Wir haben noch eine Fee. Die wird uns erreichen. Oh, oh. Timer ist ein bisschen rechts hin. Ist leider nicht im Bild eingeblendet. Oha. Das ist ein Magengeschwür. Mach das, Fritz Hugo. Schön oben. Dankeschön. Ja, schönen Abend und danke, dass du vorbeigeschaut hast. Wo ist das Herz? Hallo? Dankeschön. Oha. Also, wow. Oha, ja, also, merci. Wow. Okay, let's go. Ah. So gut. So far, ja, es fährt. Einfach wegrennen. Was mache ich da? Immer erstmal weg, wenn du angegriffen hast. Er choggt, der Link. Ich meine, Entschuldigung, er choggt. Das wäre geil, wenn wir dort rein könnten. Gang rauf, komm, verbinde dich. Ich glaube, du musst ihn jetzt so versuchen zu treffen. Okay. Ah, ja. Nee, was? Ja, und wie? Was weiß ich? Okay, dann kann ich wieder hoch dort stehen. Ach, Bella. Du bist manchmal sehr verwirrt. Kann das sein? Muss ich vermutlich ein bisschen weiter weg bleiben? Könnte das sein? Ja, wahrscheinlich. Das soll sich ja da wieder verbinden. Ich glaube, du musst ihn jetzt irgendwie mit dem Boomerang treffen. Geh weg, geh weg! Ja, gut, so geht's natürlich. Jetzt mach was, mach was, mach was, mach was. Tu was, tu Dinge. Jetzt ist er nervös, der Junge. Was machst du da?
Keine Ahnung. Wird schlecht, ey. Du hast gesagt, soll Dinge machen. Ja, aber nicht wirre Dinge. Der macht kein Blödsinn. Der hat Satellitenschüsseln zum Schießen. Das ist creepy. Ja. Ist auch ein Parasit. Ja, super. Geht doch. Oh ja, ich weiß noch, ich hatte das so gehasst, dass das dann passiert, so mit dem Weg. Es ist hässlich. Der kriegt Geschwüre. Ja. Ah, oh, danke, Chat, danke. Wir haben jetzt 2 Stunden und 10 Minuten gebraucht. Easy, oder? Also, gute Pace. Speedrunner-Taktik, glaube ich. Ja, ja. Ja, mit irgendwie jungen Jahren. Ah, da ist es. In jungen Jahren. Also eigentlich wieder blind, weil damals ganz anders und so. Und ich glaube, damals hatte ich länger als 2 Stunden, definitiv. Du bist spät dran. Warum hat es so lange gedauert? Du bist echt ziemlich, du bist eine ziemlich lahme Ente. Eh. Hey. Na gut, ich habe mich ein bisschen einsam gefühlt. Das ist alles, aber nur ein bisschen. Und jetzt kommst du mit dem Lift mit mir raus. Aha, ja, du kannst selber den Notausgang da durch den Anus wählen. So nennt man das heutzutage. Wow. Oh Gott, jetzt ist sie mega Fan von mir. Ja, Chris. Absolutely. Die Augen. Hey du bist cool. Ein bisschen mehr als andere, aber nur ein bisschen. Naja, egal, du hast mich gerettet. Ich denke, ich kann dir eine Belohnung dafür geben. Was möchtest du? Sag's mir. Du sprichst vom heiligen Stein des Wassers, dem Zora-Saphir? Ich habe ihn von meiner Mama bekommen und darf ihn nur dem geben, der mich heiratet. Oh mein Gott! Der Zoras. Ja, so habe ich mich auch verlobt. Okay. Ich gebe dir meinen wertvollsten Schatz, den Zora-Saphir. Link, du bist offiziell verlobt. Ja. Hallo, Robert. Ja, guck. Wow. Mega cool. Wirklich? Ja, wirklich. Oh, mega cool. Prinzessin Ruto hat dir ihren wertvollsten Schatz gegeben. Nun besitzt du die 3 heiligen Steine. Oh! Genau, Palmero ist jetzt verlobt, ja. Das ist schon eine Weile, ja.
Jetzt schnell zu Prinzessin Zelda. Ach, Boy Mero, ja klar. Klar, klar, der ist jetzt unter der Haube, ne? Zelda hat jetzt keine Chance mehr. Nope. Sag's bloß nicht meinem Daddy. Oh, oh. Der hat nicht mal um deiner, der hat nicht mal um den Segen gebeten. Das macht man doch schon. Okay, du gehst jetzt noch, würde ich sagen, zu Zelda? Nein. Musst du irgendeinen Schlaf nachholen. Morgen früh, mach das. Ghostbella, danke, dass du da warst. Hab eine schöne Nacht, schlaf schön. Shiny in 7 Jahren. Wir gehen zur Zitadelle der Zeit, bleiben da stehen und dann machen wir nächstes Mal weiter. Gute Nacht, Bella. Es gerade nicht wohin. Du bist am Hylia-See. Nein, bist du nicht. Da ist Jabu Jabu. Ah, ja, jetzt habe ich die Orientierung wieder. Lieb, lieb, Venus lieb. Schlaf schön. Bis bald. Drück mir die Daumen morgen. Ah, jetzt kann ich einfach rein. Auch der Chris am Schlafen gehen. Mach das. Bis demnächst. Wenn Romero jetzt nicht jede Phase hier abfahren würde, dann hätten wir es auch bald. Nein, alles gut. Nachti. Ciao, Alu. Danke nochmal für den Raid. Gute Nacht. Tschüssi. Ich hoffe, mein wertvollster Schatz wird dir bei deiner Mission helfen. Das wäre super. Mhm. Ja, danke, der hilft sehr. Oh, Bulmero. Ihr habt also Prinzessin Ruto gerettet. Ich bin sehr froh darüber. Okay, wow, das ist alles von dir? Puh. Er hat schließlich durchgelassen. Das ist schon anstrengend genug. Hör auf zu gähnen. I'm sorry. Jetzt kann ich sagen, das ist schon spät. Ja, jetzt kannst du es sagen. Wohin soll ich jetzt? Zitadelle der Zeit. Können wir das Level nochmal machen? Das war lustig, ja. Ich muss sagen, oh, ich hab's nicht gesehen. Mach nochmal. Aber jetzt würden wir es, glaube ich, ein bisschen schneller schaffen. Nur ein bisschen. Ja, jetzt haben wir es auch gerade frisch im Kopf. Hallo? Einfach mal verpackt. Einfach weg jetzt, stell dir das vor. Nö. Was ist hier, wenn ich da runter durchgehe? Da kommst du eh noch nicht bis ganz runter, glaube ich. Also versuch's. Oh, sorry. Doch, glaube schon. Ah, oh. Aha. Es geht schneller hier, ja, oder? Stimmt. Ja, die sind ja alle miteinander verbunden. Ja, theoretisch schon. Uff. Theoretisch, wenn man das dann findet. Du musst jetzt halt den Weg finden, ne? Jep. Ah, ja, okay. Nimm mal den normalen Weg. Bitte! Ich gebe dir einen Tipp. Erstmal ist Romero falsch. Andere Seite geht's raus. Da hinten. Da, ganz raus. Und jetzt gebe ich dir Shiny einen Tipp, wenn du es nochmal sehen willst. Guck dir das VOD an.
Nein, da geht's nicht raus. Hier geht's raus. Da ist doch der Baum. Da muss ich raus. Ja, geh da raus, bitte. Geh, los. Hä? Geh da raus. Der Baum ist sogar auf der Karte aufgezeichnet. Hä? Du willst, okay, vielleicht habe ich mich geirrt. Okay, vielleicht habe ich mich... Ey, jetzt habe ich wirklich also, so gedacht, jetzt, so, what the fuck, willst du mich jetzt... Was? Ich muss so ins Bett. Bolle sieht irgendetwas anderes. Also so, wenn sogar ich besser bin als Bolle in diesem Moment, dann ist etwas müde. Oder jemand. Dann ist irgendwas kaputt, glaube ich. Irgendwas stimmt nicht. Oh. Das ist eigentlich schon die ganze Zeit. Oh, T ist überhaupt nicht mein Spiel. Ich find's cool. Oh nein, die Brücke schon oben. Oh, aber du hast ja ein schönes Liedchen. Ja, aber die Brücke ist schon oben. Nein. Ja, aber du hast ein schönes Liedchen. Ja, ich weiß. Dann geht die Brücke wieder runter. Aber deshalb muss ich da rein und dann muss ich schauen, welches das Ding ist. Natürlich. Da rechts rund hoch und. Ich fand die wirklich auch mega creepy. Es fällt mir alles wieder ein. Ja, das ist auch. Egal wie die Brücke ist, kommt man da sonst auch rein in der Nacht. Jetzt immer unten. Ach so, ja, jetzt kommt ja klar. Cutscene-Time. der wichtigste Part fast vom Spiel. Mhm. Das hat mir mega eingefahren, dass diese Szene. Die wird auch sehr oft gezeigt in dem Spiel. Ja, das macht. Schmeiß! Zelda! Sehr gut! Endlich können wir das Holzding wegschmeißen, ey. Mhm. Oha. Deine lange Nase. Mhm. Der hässlichste Ganondorf. Pinocchio, ja. Verdammt, sie ist fort. Du da, kleine Wicht. Du musst das weiße Pferd gesehen haben. In welche Richtung sind sie entkommen? Antworte mir. Ich nix gesehen. Nein, gar nicht. Glaubst du im Ernst, dass du sie vor mir schützen kannst? Du Narr. Oh, süß. Ha. 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 Du hast Mut, doch Mut kann manchmal tödlich sein. Der tötet uns jetzt und das Spiel zu Ende. Armseliger Tropf, weißt du, wem du gegenüberstehst? Ich bin Ganondorf. Ich bin Ganondorf, der König der Gerudas. Ganondorf. Bolle ist auch ein gähnendes Dorf. Ja. Gähnendorf. Ja, schau mir noch 3 Minuten zu. Cool.
Glück! What? Die Ocarina der Zeit. Die Ocarina ist ein Artefakt aus dem Besitz des Königs. Sie hat geheimnisvolle Kräfte. Und wow. Ist schön violett angemalt. Wow. Olmero, kannst du mich hören? Ich bin Zelda, warum rede ich da wieder? Olmero, nun, da du die Ocarina in Händen hältst, bin ich schon weit entfernt. Ich versuchte auf dich zu warten, doch die Zeit drängte. Zumindest konnte ich dir die Ocarina übergeben. Und diese Melodie. Die Ohren darfst du nicht berühren, das macht gleich. Zeit erlernt. Geil. Im Majora's Mask, ja. Da war es ein essentiell wichtiger Teil sogar. Wohl an, Bolmero. Spiele diese Melodie in der Zitadelle der Zeit vor dem Zeitalter. Okay, das machen wir aber beim nächsten Mal. Wer ist dieser wohl an, von dem du redest? Machen wir das nächste Mal das mit der Zitadelle. Ja. Ich möchte jetzt ins Bett. Mach das. Gut, tschüss. Ciao. Ich sag's dir dann, wie es gewesen ist. So, ich nehme dann. Du spielst jetzt einfach weiter und mach durch. Genau. Und ich mach Speedrun, das heißt, in so etwa eine Stunde maximal bin ich fertig. Ja. Der Eclipse. Bolle? Na gut. Dann geh rein da los. Ja, du darfst. ja, genau. Habt ihr es gelesen? Aber so geht es, so steht es geschrieben. Hier sind drei Vertiefungen und eine Inschrift. Jene mit den drei heiligen Steinen, Menesa und Ocarina, zur Hand und spiele die Hymne der Zeit. Seltsam, aber so steht es geschrieben. Sucht Manu, wem zu raiden? Ich weiß nicht. Piu. Kommst du jetzt darauf? Oh yeah, oh yeah. Steine rein in die Fassung. Er wollte, glaube ich, Smarty sagen. Den Gips kenne ich von Manu. Ah! Achso, du meinst der. Nee, du hast ihn gefragt, oder? Oh yes! Einmal die Tore auf. Boy. Zur DVD-Sammlung von Zelda. Mal schauen, was sie so hat. Was sie da so drin hat. Sicher nur schmutzige Sachen.
Palmero, ist das nicht? Oh yes. Das ist. Das hier. Ein Brieföffner. Ja. Schlitz, Schlitz, Schlitz. Okay, los. Deine Hand ist irgendwie nicht so ganz umzingelt von dem Schwert. Also, Das stört Romero total. Ja. Oh. Jetzt Plot-Twist. Ho, 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 ausgezeichnet, Kleiner. Wie ich mir schon dachte, besitzt du den Schlüssel zum Zeitportal. Oh mein Gott! Du hast mich zum Heiligen Reich geführt. Ich muss dir danken, Kleiner. Das Lachen klingt doch eindeutig wie das Kung-Fu-Spiel aus irgendeinmal Zeiten auf dem Nintendo. Kennt ihr das? Palmero, also ich weiß nicht, ob das Zelda ist oder ich. Bestimmt. Wach auf, du bist der Auserwählte. Nein. War nicht Zelda. Nicht Zelda? Aha. Nee. Hörst du die Augenrollen von Robert und Smarty? Ich höre das bis in die Schweiz. Ich bin Rauru, einer der Weisen. Ich habe die Zitadelle der Zeit erbaut, um den Zugang zum Heiligen Reich zu schützen. Dies ist die Halle der Weisen im Tempel des Lichts. Der Tempel des Lichts und die Müdigkeit von Bolle befinden sich im Zentrum des Heiligen Reiches. Es ist die letzte Festung gegen die Macht Gendorfs. Das Masterschwert, das alles Böse vernichtet und das du aus dem Zeiten Fels zogst, öffnete das Tor zum Heiligen Reich. Palmero, erschrick nicht, schau dich an. Was, ich bin immer noch fett. Hallo, hallo. Wer hat hallo. Denn meine Kleider genäht? Sino, das bist du. Sino, Palmero, du bist gewachsen. Du bist älter geworden. Oh ja, für Muckis hat definitiv. Das Masterschwert hat eine heilige Klinge, die nie in die Hände des Bösen fallen darf. Nur jener, der zu Recht den Namen Herr der Zeiten trägt, ist in der Lage, es aus dem Zeitfels zu ziehen. Doch du warst noch zu jung für diese Aufgabe. Daher haben wir deine Seele für 7 Jahre hier gebannt. Nun ist es Zeit, dass du wieder in die Welt zurückkehrst und deine Mission vollendest. Nun hast du verstanden, was deine Bestimmung ist? Nein. Bollesund? Ja. Doch vergiss niemals. Obwohl du nur mit edelstem Ansinnen das Zeitportal geöffnet hast, hat der niederträchtige Gendorf dadurch das Heilige Reich betreten können. Er riss das Triforce-Fragment im Tempel des Lichts an sich. Durch dessen Kraft wurde er zum Großmeister des Bösen. Seine schwarze Macht überzog ganz Hyrule, entweihte den Tempel und verwandelte das einst blühende Land in ein Refugium des Unheils. Meine Kraft ist nur noch verschwindend gering, selbst in diesem Heiligen Reich. Sie kann lediglich diese Halle des Weisen zu schützen.
Doch noch ist Hoffnung. Diese Kraft der Weisen bleibt erhalten. Wenn die Kraft jedes der sieben Weisen wieder erweckt wird, kann mit dem Amulett die Macht des Bösen ins Höllenreich verbrannt werden. Ich, Rauruby, eine dieser Weisen. Der Auserwählte, die Kraft der Weisen zu wecken, bist du der Herr der Zeiten. Du bist das Träger der Meisterschwert, der du auserwählt. Du bist schon, dass ich übertrage dir meine Macht. Geh nun, erwecke die Kraft der anderen Weisen, vereine die Macht mit deiner Stärke. Oh, was? Was, Buletten? Ich habe einen Coin erhalten. Yeah. You got a coin. Juhu. Das Amulett des Lichts, Rauru der Weise, gibt dir seine Kraft. Aber seine Kraft ist ja gar nicht mehr da. Was will ich die? Finde die anderen Weisen und rette Hyrule. Oh yeah. Aye, aye, Sir. Ja, eine Untersteine-Münze, definitiv. Oh yeah, baby. Oh yeah, oh yeah. Palmero, wir sind zurück in der Zitadelle der Zeit. Aber es sind wirklich 7 Jahre vergangen. Es sieht so aus, als könntest du einige Waffen, die du damals gefunden hast, nicht mehr benutzen. Los, lass uns gehen. Wäre das Spiel so cooler? Psst, guck da hin, ey! Das ist ich schau da hin. Ja, ja. Ich habe 5 Bildschirme, ich sehe es überall. Das ist Typ, eindeutig. Sicher? Ja. Okay. Ich habe auf dich gewartet, junger Held. Ah nein, der ist ja eher so ein bisschen dezent. Beherrscht das Böse die Welt, weil jene Weisen, die von der Stimme des Heiligen Reiches erweckt werden, noch in den 5 Tempeln. Eine in den dunklen Wäldern, einer auf dem hohen Berge, eine im tiefen See, einer an der Stätte des Todes, einer innerhalb der Göttin des Sandes, zusammen mit der Auserwählten werden diese ihre Kräfte einsetzen, um die Welt in Frieden wiederzugeben. Dies ist die Legende der Tempel, wie sie von meinem Volk, dem Shika, überliefert wurde. Ich bin Shik, ich gehöre die letzten Überlebenden der Shika an. Wahrscheinlich du siehst aus wie der uns prophezeit wurde. Tapfer hältst du das Masterschwert in der Hand. Aber ich habe doch gesungen. Willst du die Prophezeiung erfüllen, so such nach den 5 Tempeln und befreie die dort den gesperrten 5 Weisen. Eine von ihnen wartet im Waldtempel auf, dass sie seine Waffen waren. Emmy, wie viel Text kommt noch? Bolle will schlafen gehen. Es ist ein Mädchen, an dem du dich erinnern wirst. Aufgrund der bösen Aura, die den Tempel umgibt, kann sie den Ruf des Heiligen Reiches nicht hören. Los! Mit deiner jetzigen Ausrüstung kannst du den Tempel nicht betreten. So höre meine Worte und begib dich nach Kakariko, um dort das Schlüsseltempel soll sein. Hast du mich verstanden, Balmero? Ja, verdammt! Ich kann nicht mal Nein sagen. So!
Oh Gott, jetzt speichere bitte. Wie findet ihr die Farben? Besser so oder so? So oder so? So, so. So. Nein, so nicht. So. Okay. Ich habe die Gamma ein bisschen hochgestellt, weil das Spiel irgendwie so ein bisschen gräulich ist. Original. So, Bolle, 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 Bolle.